Taxi. Es geht hier um Leben und Tod. Ich habe ein wichtiges Vortanzen. Von vorne. 2, 3, 4, 5 und 6. Ladies. Miss Zimmer möchte einen Blick auf euch werfen. Deine Karriere ist vorbei. Miss Zimmer, ich bitte Sie. Ich möchte mich nur erklären, dann verstehen Sie es bitte. Wie viele Leute haben das schon gesehen? Ein paar hundert? Oh, wohl eher so 30.000. Aber wer zählt schon? Dad, das war's mit meiner Karriere. Du wirst das schaffen. Du bist sehr talentiert, meine Kleine. Hör zu, Schätzchen. Komm einfach nach Hause, ja? April? Du musst im Studio vorbeischauen und dich den Mädchen vorstellen. Das wäre solch eine Inspiration. Nichts lieber als das. Fantastisch! Los, Turners! Los, Turners! Ich dachte mir, vielleicht nehmen wir daran teil. Das ist ein Tanzwettbewerb. Ich will auch zum Broadway. Wie können wir das hinkriegen? Ich hab eine 0,00001%ige Chance, es zu schaffen. Der Wettbewerb sieht gar nicht so blöd aus. Das Finale ist in Atlantic City mit ziemlich ranghohen Juroren. Ich mach's. Unter einer Bedingung. Wir gewinnen. 2 Wochen bis zu den Bezirksmeisterschaften. Das ist nicht viel Zeit, um euch in Form zu kriegen. Du bist zurück? Die Gerüchte sind also wahr. Sarah hat mir erzählt, ihr hattet viel Spaß im Unterricht gestern. Seid ihr Tänzerin oder kleine Kinder? Wir sind kleine Kinder. Ich versuche ihnen zu helfen. Ist das ein Scherz? Aber es ist hoffnungslos. Erinnere dich einfach mal daran, wie es war, als du in ihrer Lage warst. Als du dich wie Kurt Cobain angezogen hast. Das hast du erfunden. Fotos lügen nicht. Hör auf. Wir können das schaffen. 4 und 5. Konzentration. Das war nicht schlecht. Wir sind nicht schlecht. Ja. Ich sollte doch tanzen und nicht unterrichten, oder? Auch wenn es dir nicht bewusst ist. Du bewirkst etwas bei diesen Kindern. So, Seite. Jetzt lernt ihr mal, was Girl Power heißt. Sieh dich an. Du frisierst Haare. Nick, es brennt. Feuer. Haben deren Eltern eine Ahnung, dass die so tanzen?